Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Resident Evil 2. Wir müssen jetzt schnell zum Abspeichern. Allerdings hat es einmal Auto gespeichert. Das habe ich gesehen. Das heißt, es wäre jetzt nicht so schlimm, wenn wir jetzt hier noch drauf gegangen wären. Aber es wäre sehr unwahrscheinlich gewesen. Achso, Moment, ich sollte erst alles einlagern und dann speichern. Beziehungsweise looten. Beweismaterial nicht liegen lassen, ja. Also wir brauchen unbedingt diese Inventarweiterung. Das Problem ist nur die zweite Taste. Ehrlich gesagt, ich weiß echt nicht, ob wir das gefunden haben. Also ich meine, sorry, wenn das jetzt vielleicht echt auf euch wirkt, das wäre es mir egal oder es ist, keine Ahnung, es wäre ich dumm oder so. Aber ich habe wirklich ein bisschen mehr in meinem Leben zu tun, als mir solche Sachen zu merken. Und wenn ich ein Spiel spiele und habe was erledigt und es ist fertig, klar weiß ich vielleicht noch, okay, das habe ich so und so gemacht ungefähr, aber nicht erstens mal 3 Wochen später und zweitens nicht, wenn ich schon geschafft habe, dann merke ich es mir erst recht nicht mehr. Also, weil dann juckt es mich ja nicht mehr, das ist verschwendeter Platz im Kopf und da habe ich wirklich andere Sorgen im Leben. Ich meine, gut, okay, ich habe es auch nicht geplant von Anfang an, muss man natürlich auch dazu sagen, ich habe gar nicht geplant, dass ich die zweite Kampagne spiele, also eigentlich hatte ich es überhaupt nicht vor, es war ja dann eher so, dass ihr das sehen wolltet noch. Und oh, Schießpulver. Ah, nice. Und ja. Dementsprechend hat man das halt einfach nicht kommen sehen. Das Rad, wo braucht man das nochmal? Unten, ne? Beziehungsweise draußen eigentlich, oder? Irgendwie kommt es mir so vor, als hätten wir viel mehr Loot. Ich nehme jetzt auch mal... Ah ne, einmal Vollhain haben wir dabei. Na gut, das reicht eigentlich. Einmal Vollhain reicht eigentlich. Jetzt müssten wir leider nochmal zurück eigentlich, um alle Items zu looten. Das sind allein 4 Items, das heißt, komplettes Inventar ist dann wieder voll. Bis auf einen Slot. Also ja. Looten wir erstmal fertig. Genau. Wo ist jetzt der Typ, der hier war? Oh, scheiße. Machen wir hier mal zu einfach. Lass das Item gleich wieder weg. So. So. Scheiße, habe ich jetzt überhaupt gespeichert? Fuck. Schon, oder? Upsi. Spiel laden? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe nicht gespeichert. Fuck. Was für ein dummer Idiot, Alter. Naja, gut, das war's, oder? Ja. Scheiße. Ich habe immer noch Schiss, dass hier das zweite Viech ist. Ey, was für eine Überraschung, du stehst... Oh mein Gott, du stehst wieder? How is that even possible, bro? How is that even possible, man? Didn't expect that one to happen, boys. Kappa. Okay, nevermind. Ich habe mich geirrt, hier war ja kein Item mehr. Mein Fehler. Aber jo, speichern, Alter. Fuck, das habe ich echt voll vergessen. RIP! Steht der Typ wahrscheinlich einfach hier vor der Tür. Naja. Okay. Gut. Was haben wir überhaupt gefunden? Das, das. Ups. Und das. So, jetzt aber. Zack, zack. Okay. Dann müssen wir nach oben und abchecken, wie da so die Lage ist. Wird wahrscheinlich auch... Oh mein Gott. Das C4... Oh, fuck. Schon wieder vergessen, dass der hier steht. Nice. Fuck, was soll ich jetzt gerade sagen? Achso, genau. Mit der Explosion. Da war doch die Explosion. Alter, und die Tante, ey. Ohne Scheiß, Mann. Wie oft die eigentlich schon tot sein müsste, ne? Ich schwör's euch. Das passt halt in... Das passt halt, keine Ahnung, das passt halt in keine Statistik mehr ein. Das ist halt, ich glaube, das ist der most surviving Character eines Videospiels. Probably. Probably. Aber ja, oben haben wir doch dieses C4 explodieren lassen, ne? Wenn das auch nicht passiert ist, dann gebe ich es auf. Dann sind die Entwickler in meinen Augen einfach nur Spacken. Gut, das sind sie so eigentlich auch schon, aber... Naja, so ohne Scheiß, ich finde, das ist einfach... Was denkt man sich dabei? Oh, lassen wir 2... Ach, hierfür braucht man das Rad. Fuck. Ja, dann doch nochmal zurück.
Ah, scheiße, vergessen. Ah, der ist tot, oder? Stimmt, der war tot. Fuck, stimmt, das habe ich voll vergessen. Fuck. Ach komm, verpiss dich. Ah, nee, Moment. Nee, Moment, das war der Spind, den wir nie geöffnet haben, oder? Wir haben doch einen haben wir doch nie geöffnet. Und den oben, eins über uns, haben wir geöffnet, das weiß ich. Das war der hier, den wir nie geöffnet haben. Pretty sure. Pretty sure. Gut, andererseits haben wir jetzt wieder so viel Loot gefunden, dass wir hier gleich wieder einlagern könnten. Anleitung für Tragbandrisse, achso. Lag das Brillieren auch hier? What the fuck? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ja, fuck, den Rubin hätten wir uns schon holen können. Ja, fuck, den Rubin hätten wir uns echt schon holen können. Aber da hatte ich, glaube ich, volles Inventar und deswegen ging es nicht, weil ich den Arm nicht aufheben konnte. Oh Mann, was für ein abnormal geiles Spiel. Scheiße. Bringt dir nichts, die zu erschießen, lebt er eh wieder. So. Ach, runder Griff heißt das sogar, lol. Ja, das können wir dann erstmal einlagern, genau wie das. Und Munition für den Granatwerfer haben wir nicht, okay. So. Gleich nochmal abspeichern. Damit auch schön die ganze verlorene Munition immer schön safe ist. You know me, boys. You know how I'm rolling. Du Scheiße! Nice. Wenigstens mal ein Kill. Und vor allem die, Leute. Ich glaube, die habe ich bei Lian niemals getötet, tatsächlich. Ich glaube, das war einer der wenigen, die für immer gelebt haben. So. Und jetzt ist da der Raum mit dem Stars-Ding. Und halt der Gang, wo wir das erste Mal diesem Liquor begegnet sind. Wo jetzt rein theoretisch gar keiner mehr sein dürfte, aber weil es ja zwei gibt, wird das safe der andere sein. Wie der Typ auch einfach genauso aussieht wie der andere Typ, ne? Probably die einzigen Leichen in dem Spiel, die jemals tot waren, tatsächlich. Maybe. Okay. Also hier hat es mich damals, glaube ich, schon angegriffen. Und bei Leon lag hier auch was ganz anderes. Wie viel Munition man für den Granatwerfer findet, what the fuck? Das sieht gut aus, so gesehen. Wobei, nee. Aber wir waren mal irgendwo, da hat man das Slicker-Vieh, glaube ich, draußen am Haus rumlaufen sehen oder so. Irgendwo ist doch mal so ein Schatten vorbeigehuscht, glaube ich. Und ich glaube, dass das der Licker war. Aber keine Ahnung. Ach komm. Inventar voll. Wie kann das eigentlich sein? Ich habe doch gerade eben fünf Plätze freigemacht oder vier. Ach so, bei dem Griff. Ach nee, den haben wir gar nicht mehr, lol. Unbelievable. Junge, achso, die können wir was stacken, oder? Ja, wenigstens das. Ja, Blendgranate habe ich vorhin auch wieder eingelagert. Wo war nochmal der USB-Stick bei einem Stars-Abzeichen, ne? Leons Mitteilung. Claire, ich hoffe, du findest das. Hier drin wimmelt es vor Monstern und dein Bruder ist nicht hier. Verschwinde einfach so schnell du kannst von hier. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht. Also, müsst mich jetzt sehr täuschen, wenn Leon jemals auf Papier geschrieben hat. Der Typ weiß noch nicht mehr, was Papier bedeutet. Kappa. Ja. Unlogisch, wie gesagt. Unlogisch. Aber Batterie hatten wir die damals auch? Batterie. Also, beziehungsweise hatten wir sie. Ich habe in dem Büro, habe ich glaube ich mit Abstand am wenigsten gemacht. Ich meine damit eigentlich eher, ob sie da lag. Quasi. Aber wo geht es denn jetzt da noch weiter? Da geht es dann. Da ist die Herzchentür. Und hier geht es in die Bücherei, ne? Ja, wollen wir es riskieren? Aber so viel habe ich eigentlich eh nicht gemacht. Eigentlich habe ich hauptsächlich nur gelootet. Scheiße! Oh fuck, boys. Oh Oh my fucking goodness, boys. Oh boy.
Keine Ahnung, ob der uns überhaupt so lange verfolgt, ehrlich gesagt. Scheiße! In dem Speicherraum ist man ja gar nicht sicher, ne? Fakt vergessen. Erste Reaktion direkt in den Safe Room laufen, aber das ist ja überhaupt kein Safe Room, fällt mir gerade ein. Achso, wobei. Ne, wobei Speicherräume weiß ich jetzt gar nicht. Die Eingangshalle halt, die war ja sozusagen ein Safe Room, aber. Na gut, wäre doch ziemlich unfähig gewesen, wenn die Eingangshalle permanent ein Safe Room gewesen wäre, auch gegen den Typ, weil du kommst ja fast von überall in die Eingangshalle. Ja. Ne, passt schon. Aber ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir hier angegriffen werden können. Das würde mich zumindest wundern. Aber ja, kacke, es ist der Fettsack da oben. Also ich weiß jetzt nicht, ob der da oben bleibt. Wahrscheinlich, eigentlich wäre es unlogisch. Die Frage ist halt, ob es uns überhaupt was bringt, da reinzugehen. Was bringt es uns, wenn wir zur Bücherei kommen? Na gut, wir könnten die eine Statue, glaube ich, öffnen, weil das ist doch die einzige Statue. Ne, wir haben das. Ne, haben wir nicht. Das ist ja das Einhorn. Wir haben es nur von dem Mädchen. Ja, wobei doch, das Einhorn haben wir auch. Ne, wir haben nur das vom Löwen nicht. Vom Einhorn haben wir zwei Hälften, glaube ich, von dem Code. Steht wahrscheinlich einfach vor der Tür. Hallo? No. Wow. Alter, ich dachte ja kurz, das ist er so. RIP. Breit wie eine Säule. Naja, gut, riskieren wir es einfach. Jetzt haben wir ja gespeichert, jetzt haben wir nichts zu verlieren. Leute, war er gerade. Nee. Doch? Ey, das ist so unlogisch. Der hat die Aufgabe, hier alles leben, also alle Beweise, alles zu vernichten. Und lässt halt aber die Zombies leben. Das sind doch auch Beweise. Das ist doch auch. Das muss doch auch vernichtet werden. Oder nicht? Also habe ich das damals verstanden. Er wurde geschickt, um irgendwie alles auszulöschen, alle Beweise und den ganzen Scheiß. Oh boy. Okay, das ist keine Option. Nope, das ist keine Option. Also da hoch können wir nicht. Na gut, jetzt. Jetzt muss ich eigentlich nochmal laden, naja, what the fuck? Die Munition und das Messer hole ich mir wieder. Das ist jetzt schon der richtige Speicherstand, oder? Wenn ich das jetzt verkackt habe. Fuck, 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 was drücke ich? Alter, ich will fucking nochmal die Ebene wechseln. Ne, passt, okay. Ja, gut. Moment, können wir denn überhaupt noch irgendwo hin? Kombiniert mit Schießpulver, Säuregranaten oder MP-Munition, Betzko oder so. Alles klar. Machen wir uns mal mit dem normalen Schießpulver, machen wir uns mal Pistolenmunition. So. Ja, wir können auch ins Büro Westseite, aber da finden wir nur den Code für irgendeinen Tresor, glaube ich, ne? Der uns ja so gesehen überhaupt nichts bringt. Bei den Tresoren war doch nie was Wichtiges, ne? Ah, jetzt ist hier der Zombie-Vampir. Und der Typ, lebt der noch? Ja, der lebt auch noch. So. Vielleicht wieder eine Notiz von dir. Naja. Ey, it's your boy, Zombie-Vampir. Na, komm. Bro. We know you're not dead, boy. Come on jetzt. Komm. Hermann. Hermann. Komm. Ach, ich weiß doch, dass er nicht tot ist. Man steht einfach auf, du Wichser. Scheiße, wie war die Kombination von dem? Ey, hätte ich das gewusst, hätte ich mir die ganzen Kombinationen. Das hätte ich alles hier liegen lassen, ne? Ich weiß auch nicht mehr die Namenscodes. Codes. Ah, belastend. Hier kommen wir auch nicht durch. Ah. Gut. Oh, was? Scheiße, ich bin falsch. Oh. Alter.
Aber jetzt weiß ich wenigstens wieder, wo wir den Schlüssel finden. Der liegt doch einfach da oben. Der erste. Der liegt doch hier einfach auf dem Tisch bei diesem Wackelkopf. Fuck. Ah ne, das ist überhaupt kein Wackelkopf. Das ist einfach nur so eine Statue im Licht. Oh mein Gott, das dachte ich, er steht vor uns, was überhaupt nicht möglich hätte sein können. Hier liegt doch der Schlüssel. Der bringt uns zwar legit nichts in meinen Augen, aber... Oh nein, hier war der Licker, oder? Nee. Laufe ich eigentlich noch vor irgendwas weg? Keine Ahnung. Puh. Also wenn er uns jetzt hier auch noch findet, dann what the fuck, Alter. Jesus, Maria und Josef. Scheiße. Das da drüben ist noch nicht durchgebrochen, oder? So ein Schwachsinn. Ah, wirklich, Alter. Can't keep up with the bullshit, man. Vor allem, also jetzt mal ohne Scheiß, wie können solche Bretter durchbrechen? Die haben sogar noch geglänzt, ey. Die waren halt null abgenutzt. Da kann mir auch keiner sagen, ja unten die Stützpfeiler oder was weiß ich, da ist nicht mal ein Stützpfeiler drunter, der zerbrechen könnte. Scheiße. Alter, verpiss dich, übertreib halt komplett, die macht eine fucking 90-Grad-Drehung und ist fast tot und ich bin fast tot. Scheiße, ich hab nur einmal Food dabei. Alter, verpiss dich, die Waffe ist so scheiße, weil die ja so lang nachlädt. Ich war noch keinmal in der Situation tatsächlich, wo das Problem war. Aber ja, die Waffe ist ja richtig kacke, ey. Scheiß Revolver, Mann. Oh, was? I don't know. Oh mein Gott. Achso, doch, jetzt kommen wir hier durch. Alter, der Typ verfolgt uns jetzt permanent, oder was? Was geht ab? Scheiße, nicht nach links. Oh mein Gott. What the fuck ist das für eine Pressure? Das ist ja viel schlimmer als bei Leon. Den Typ konnte man wenigstens abhängen. Die leben halt einfach wieder. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 80 Kugeln schon verschossen. Und habe, glaube ich, nicht mal zwei Gegner getötet. Rip us, boys. Rip us. Scheiße, hier kann ich nicht hin. Was war das? Oh mein Gott. Scheiße, da ist ja der Licker. Oh Gott. Jetzt müssen wir zu unserem ersten Safe Room zurück. Weil ich einfach keine Ahnung mehr habe, wo wir noch hin sollen. Der Moment, wenn du einfach einfach nichts mehr machen kannst, weil du einfach von diesem Wichser verfolgt wirst. What the actual fuck, Alter. Man muss jetzt dann erstmal kurz überlegen, was wir jetzt überhaupt machen müssen. Also was uns jetzt der Schlüssel überhaupt bringt, weil ich muss mich jetzt ziemlich täuschen, aber ich glaube, der bringt uns eigentlich gar nichts. Er öffnet uns halt ein paar Türen, dadurch wird es halt ein bisschen chilliger, aber so jetzt mal abwarten, ob der hier auch reinkommt, weil wenn ich die Map drücke, ist ja Pause, weil, achso doch, wir kommen hier rein. Nee, kommen wir nicht, wir haben mal Peak, wir haben nicht Kreuz, wir haben Peak. Genau. Ja gut, wie gesagt, die Tür halt, aber... Naja, in das Büro sind wir so da reingekommen. Dann. Die Granate, ey. Triggert me. Was ist das? Rotes Buch. Achso, ja. Na. Der Schlüssel ist komplett useless. Also ich weiß nicht, ob man ihn hier nochmal irgendwo brauchen könnte, eventuell sein, aber ich glaube nicht, weil da war es darüber Herzschlüsse eigentlich auf der rechten Seite. Na, wirklich, komplett useless einfach. Die ganze Scheiße auf uns genommen, von diesem Wichser 20 Minuten verfolgt worden und das hat uns nicht mal was gebracht. Und boah, nächstes Mal wird er jetzt so safe vor der Tür stehen oder einfach reinkommen. Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, in diese Räume kann er tatsächlich nicht rein. Das wäre echt, das wäre komplett beschissen, weil dann wärst du, dann könntest du quasi niemals irgendwie Pause machen. Das wäre richtig crazy. Aber gut, auf jeden Fall würde ich sagen, macht's gut, rein, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.